Da sind wir wieder, ne? Mit dem Wolli. Oh, hallo da. Erinnerst du dich an mich? Wir haben uns sowohl in Petalburg City als auch in Morville City getroffen. Keine Ahnung, wer ist das? Anton, kennst du ihn? Ne? Okay. Sorry, Digga, kenn dich nicht. Schönen Tag noch. Was? Ich kann antworten? Döskopf kann antworten? Wow. Döskopf sagt natürlich, du bist Wolli, bist du es nicht? Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Die Lügen, das ist ein Rufmord. Ich kenne Wolli nicht. Genau, naja, also ich werde jetzt die Top 4 herausfordern in der Höhenliga. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich so richtig vorbereitet bin. Oh. Also ich bin auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Was für ein Zufall. Das ist ja großartig. Also, bist du bereit für einen Kampf jetzt gerade? Also, nur so, um herauszufinden, ob wir so wirklich bereit sind für eine richtige Herausforderung. Also, ob wir richtig bereit sind für die Höhe in Top 4. Discord? Ja, klar. Warum denn nicht? Na los, zeig, was du drauf hast. Okay, wo ist mein Baseballschläger? Den kleinen Jungen verprügeln wir. Natürlich fängt er mit dem Altaria an und nicht mit dem Gardevoir. Verdammt. Naja, wir können es mit dem Rockslide probieren. Aber wahrscheinlich wird das nicht für einen One-Shot reichen. Und er ist schneller, also. Und wird uns bestimmt mehr als die Hälfte abziehen. Das heißt, der Aaron bekommt hier keine XP. Er ist schwach. Er ist schwach und auch noch gewonshottet. Oh yeah! Gut, das heißt, wir können Aaron direkt nach dem Kampf entwickeln und dann mit einem Sonderbonbon in die nächste Form entwickeln. Sehr schön. Was? Hat das ein Feentyp dabei oder ist das pur normal? Elketti. Pur normal. Schade, wenn Fee dabei gewesen wäre, wäre Steel noch mal ein bisschen besser, aber wir machen so oder so Ironhead. Nu klar, geflincht. Du. Ich flinch dir auch gleich ein, du. Okay, zwei Gegner, die absolut sinnlos waren. Roserade. Pflanze und Gift. Ist Stahl eigentlich gut gegen Gift? Auch, glaube ich, immer so ein komisches Ding. Ja, das ist eins dieser Dinge, die ich nicht verstehe. Stahl ist immun gegen Gift. Ja? Das heißt, Gift ist so schlecht gegen Stahl, dass es nicht mal Schaden macht. Es ist immun. Dreht mal die ganze Sache um, müsste das doch eigentlich bedeuten, dass Stahl gut ist gegen Gift. Nix da. Nix da. Stahl und Gift sind neutral. Macht das Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. Genau deshalb habe ich diese Tabelle ausgedruckt, weil ich manchmal diese Korrelation nicht verstehe. Den Sinn dahinter, ne? Also, Feuer ist stark gegen Pflanze. Pflanze ist schwach gegen Feuer. Macht Sinn, ne? Aber dann gibt es solche Sachen, die einfach null Sinn ergeben. Weiß nicht warum. Aber egal. Genau deshalb habe ich die Liste. Wir machen dann natürlich trotzdem Stahl, weil ich. Moment, gegen Gift haben wir Boden, aber dann wieder Pflanze, ne? Boden wäre stark gegen Gift. Aber Pflanze kontert das wieder. Ja. Nö. Nö, dann gehe ich da einfach mit einem neutralen Iron Head drauf. Hm.
Wir schaffen vielleicht sogar noch Roserade zu besiegen. Das sieht sehr gut aus. Wenn Roserade jetzt nicht crittet. Wir haben mit Stolunio drei seiner Pokémon platt gemacht. Hat sich ganz schön gemausert, der Kleine. Hat sich ganz schön gemausert. Stahl-Elektro. Mit Ground müsste ich den übelst zerficken können. Die Frage ist, wer ist schneller? Wenn der schneller ist und seinen scheiß Magnetrise macht, dann treffe ich ihn nicht. Oh! Er war schneller, hat uns aber verfehlt und hat keinen Magnet Rise gemacht. Und dann haben wir ihn gerunshottet. Wir haben vier Pokémon platt gekriegt. Vier. Und er hat als letzten gar keinen Gardevoir, sondern einen Galade. Ich dachte, der hat einen Gardevoir. Warum dachte ich, der hat einen Gardevoir? Aber egal, ein Galade, okay. Das ist vom Typ Psycho und Kampf, richtig? Schade, weil Gardevoir wäre Psycho und Fee. Und genau deshalb hatte ich Stolunio eigentlich reingesetzt, weil ich dachte, er fängt an mit dem Gardevoir. Und ich mache mit Iron Head gegen Fee. Na? Jetzt bin ich schon verletzt. Er ist schneller, hat Kampfattacken, er wird mich one-shotten. Ist okay. Aber wir versuchen es trotzdem. Ein Mega-Galade. Close Combat. Aber Close Combat ist geil, was deine Stats senkt. Close Combat senkt seine Stats. Dadurch kriegen wir ihn. Hurricane! Was? Hurricane! Der hat gerade Stored Power benutzt. Stored Power ist doch dann umso stärker, wie mehr Buffs man hat. Der hat gerade keine Buffs, der hat Debuffs drauf. Oder? Stored Power? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Stored Power ist das mit den Buffs. Ich kann mich aber auch täuschen. Wahrscheinlich täusche ich mich. Egal, es hat keinen Schaden gemacht. Puh. Es scheint wohl so, als wäre ich doch noch nicht so bereit für die Top 4. Ich muss nochmal los und etwas mehr trainieren. Also wir sehen uns und danke für den Kampf. Das ist hier aber irgendwie anders als in der Originalstory, oder? In der Originalstory, da war doch Wolli übelst krank. So richtig kleines, kränkliches Kindchen. Und seine Eltern wollten nicht, dass der losgeht auf die Pokémon-Reise, weil das viel zu gefährlich ist und so, ne? Und irgendwann so gegen Mitte, Ende der Story, irgendwie so im hinteren Viertel, möchte ich meinen, musste der dann auch seine Reise abbrechen und ist dann halt wieder nach Hause gegangen, weil er halt, wie gesagt, zu krank und schwächlich ist. Und ich weiß gar nicht, ob ist ihm sogar noch irgendwie ein Pokémon gestorben oder was? Nee, ne? Das war bloß bei Gary, oder? Gibt ja dieses, diese Theorie. Ich glaube, die ist auch bestätigt. Das ist keine Theorie, das ist, denke ich, auch bestätigt. Dass dem Gary in der ersten Generation sein Radfratz bzw. sein Radikal gestorben ist. Und deshalb ist er ja im Lavandier-Turm und trauert dort und kämpft auch nicht gegen dich. Der sagt ja auch irgendwie sowas, ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf, lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas, ne? Und es ist irgendwie so, du genau vor dem Kampf hat er noch das Radikal und genau nach dem Kampf hat er es nicht mehr. Und da ist halt die Theorie, dass sein Radikal gestorben ist und dass er es dort begraben hat. Wenn du die Siegestraße den ganzen Weg bis hierher durchquert hast,
dann nehme ich mal stark an, dass du der Pokémon-Liga beitreten wirst. Viel Glück damit! Kann man hier was fangen? Tatsache. Aber die brauche ich gar nicht und will ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will keine Kämpfe. Ich habe Angst. Ich bin Pazifist. Hey, Billy. Billy Boy. Billy Batson. Viele Pokémon-Trainer kommen hierher, um sich den Top 4 gegenüberzustellen, nachdem sie 8 Arena-Orden erlangt haben. Ja! Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Ich habe es geschafft, 3 der Elite 4 zu besiegen mit meinen Feuer- und Drachentyp-Pokémon. Aber Drakes Drachentyp-Pokémon sind einfach schneller als meine. Und meine Feuertyp-Pokémon können nicht viel gegen sie ausrichten. Ich muss wohl noch ein bisschen mehr trainieren. Viel Glück, Kind. Oh, der verschwindet. Okay. Ich bereite mich immer noch darauf vor, den Elite 4 gegenüberzutreten. Ich habe gehört, sie sind wirklich, wirklich schwer zu besiegen. Ja klar, also wenn die Elite 4 so einfach zu besiegen wären, dann würde sicher der Champion wahrscheinlich wöchentlich wechseln oder so, ne? Gut, aber du musst ja nicht bloß die Elite 4 besiegen, du musst ja auch noch den Champion dann besiegen. So, ist jetzt die Frage, brauchen wir noch irgendwelche Items auf dem Weg? Oder haben wir genug? Ich glaube, wir haben genug. Was den ganzen Kampf noch ein bisschen schwerer machen wird für mich, ist ja auch die Tatsache, dass ich null vorbereitet drauf bin. Ich weiß nicht, welche Pokémon sie einsetzen werden. Ich weiß gar nicht so richtig, was für Typen überhaupt eingesetzt werden. Das werde ich vielleicht erkennen, wenn ich den Raum sehe. Thunder Punch, Ice Punch, Focus Punch. Okay. Haben wir ein physisch starkes Pokémon, was vielleicht einen Elementschlag brauchen könnte? Absol hat keine Hände. Und die anderen greifen eher spezial an. Okay. Gregorius. Was für ein Name. So grandios. Meine Psychotyp-Pokémon können einfach nichts ausrichten, wenn sie Sydneys Unlicht-Pokémon gegenüberstehen. Ja, jetzt verraten sie mir auch noch, was die Gegner haben, hä? Ich sollte wohl lieber los und ein paar Kampftyp-Pokémon besorgen, bevor ich die Elite 4 wieder herausfordere. Naja, viel Glück, Kind. Das ist so ein kleines Problem. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Kampf-Move im Team. Das Einzige, was ich Unlicht gegenüberstellen könnte, wäre ein anderes Unlicht-Pokémon. Naja, ich kann dann halt durch brachiale Gewalt oder Toxin oder irgendwas, ne? Aber ich habe keinen Kampf-Move. Sehe ich gerade. Tatsache. Oh, ich habe vergessen. Warum habe ich Stolunia nicht entwickelt nach dem Voldikampf? Manchmal frage ich mich, was mit mir nicht stimmt. Gut, dann benutzen wir halt zweimal Rare Candy. Einmal für die erste Entwicklung. Lyron. Und nochmal für die zweite Entwicklung. So. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Der könnte eventuell einen Kampfmove lernen. Oder? Eventuell. Statt Headbutt. Könnte sogar einen Punch vielleicht machen. Was macht ein Focus Punch? Kurz mal googeln. Pokémon Focus Punch. Ist das Power Punch? Focus Punch, Power Punch. 150er Stärke.
Priorität minus 3. Wow, 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 was? Power Punch schädigt das Ziel und hat eine verminderte Priorität. Am Anfang der Runde, in der es ausgewählt wurde, lädt sich der Anwender auf und führt die Attacke dann am Ende der Runde aus. Sofern er während dieser Runde nicht von einer Attacke getroffen wird, bevor er selbst angreifen kann. Andernfalls verliert der Anwender seinen Fokus und die Attacke wird abgebrochen. Nein, danke. Aber wir können trotzdem mal so in die Punches reingucken, was wir da so haben. Ein Mega-Kick. Geht nicht. Submission, das macht, glaube ich, bloß auf Level basierend oder sowas, ne? Oder war das Seismic Toss? Was war denn Submission? Nochmal googeln, bitte. Submission. Überroller. Stärke 80, Genauigkeit 80. Rückstoßattacken. Aha, okay. Ja, Rückstoß wäre jetzt nicht so optimal. Dragon Rage. Dragon Claw. Geht das? Dragon Claw ginge. Statt Headbutt wäre das nicht schlecht. Aber wir suchen erstmal nach einer Kampfattacke. Wobei der als Kampfkonter eigentlich auch ziemlich scheiße ist, ne? Er ist super langsam, das heißt, der gegnerische Kampftyp trifft auf jeden Fall zuerst. Gut, er überlebt durch Sturdy, aber ist auch super anfällig gegen Kampf durch Stahl und Rock. Vierfach Schwäche, glaube ich, gegen Kampf. Und dann kontert er halt mit, ach nee, Quatsch. Quatsch, ich wollte ihn gar nicht als Kampfkonter benutzen, ich wollte ihn als Konter gegen Unlicht benutzen, richtig? Gegen Unlicht. Da könnte es funktionieren. Unlicht ist nicht effektiv gegen mich. Wir müssen bloß eine Kampfattacke finden, die er lernen kann. Ich habe bestimmt keine. Ich habe einfach keine gekauft oder so. Wie heißt der nochmal? Auf Deutsch? Dolos, genau. Kann man dem irgendeine Kampfattacke beibringen? Wir müssen 8. Generation gucken, oder? Oder 7. Ich glaube, das Spiel ist 7. Generation. Also durch Levelaufstieg ist nichts mit Kampf dabei. Hier, man könnte Durchbruch. Warum habe ich einen Durchbruch nicht? Durchbruch könnte man ja. Wo bekomme ich denn jetzt Durchbruch her? Brick Break. Das ist in Lilikove. Aber das kann er ja nicht, ne? Ist das Durchbruch? Brick Break? Doch, das ist Brick Break. Brick Break gibt's in Lilikove. Dann müssten wir jetzt aber erstmal wieder bis dahin schwimmen. Nee. Wir versuchen es einfach so. Ja? Ich gebe ihm jetzt statt Headbutt, gebe ich ihm die Drachenklaue. Und sollten wir fehlschlagen, dann können wir ja nochmal auf eine Einkaufstour gehen. Aber ja, ich hätte es vorher kaufen sollen. Logisch, oder? Brick Break haben wir auch nicht, oder? Nee. Gut. Dragon Claw. 80er Power, so wie Headbutt, aber Typ Drache, was ich praktischer finde. Ne? Iron Head, Rock Slide und Earthquake behalten wir so. Nochmal kurz heilen gehen, weil er durch die Level-Ups gerade HP verloren hat. Was ist denn das hier? World Quest, Kull's Menagerie.
Das können wir uns vielleicht morgen angucken. Mal schauen. Ich denke nicht, dass das heute noch was wird. World Quest. Sehr interessant. Ganz kurz nochmal ins Discord. So, da bin ich wieder. 20 Minuten in der Folge. Ich hätte gerne jetzt hier nochmal einen Cliffhanger reingesetzt. Ah, du musst leider schon los. Dann verpasst du die Top 4. Du verpasst die Top 4. Ich bin ein Elite-Vogelfänger. Aber Glaceas Eistyp-Pokémon kann alle meine Vögel einfach, ja, durchsweepen halt. Durchrasen. Ah, du solltest lieber ein paar Feuer-Typ-Pokémon in deinem Team haben. Viel Glück, Kind. Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich hier noch einen Cliffhanger machen, aber eine 20-Minuten-Folge wäre ein bisschen gemein. Also machen wir vielleicht mal den ersten der Top 4 und da dann wieder eine Folgenpause. Der erste. Was ist das? Sydney. Ist das der Undicht-Typi? Sieht so ein bisschen aus wie Unlicht. Halloween-Zeugs hier. Sieht aus wie ein Kürbis irgendwie hier. Gehe ich mal davon aus, dass der Unlicht ist. Gegen Unlicht hätten wir Kampf, was wir nicht haben. Käfer, was wir auch nicht haben. Und Fee, was wir auch nicht haben. Oder? Ja, wir haben keinen Kampf, kein Fee und kein, was war das andere? Käfer. Ich gehe rein mit Milotic. Einfach nur so. Ne? Jo, bis später. Kannst es dir dann hinterher angucken, ob ich versagt habe oder nicht. Ah, gegen Kampf. Womit wird Kampf oft kombiniert? Unlicht mit Gift? Mit Geist? Hm. Ich weiß nicht. Ich hätte so gern hier jetzt wirklich jetzt Durchbrecher oder Brick Break halt drauf. Dann könnte Aggron sich um den kümmern. Naja, wir gehen erstmal mit Milotic rein. Erforscht das Ganze mal. Wünscht mir Glück. Mein Name ist Sydney und ich bin ein Unlicht-Typ-Pokémon-Nutzer. Ich habe sehr viel von dir gehört, sowohl von den Kanto als auch von den Johto Top 4. Ich habe bereits erwartet, dich hier zu treffen. Also habe ich sehr stark trainiert. Nur um dich zu besiegen! Ist das so einer, ja? Also, was haben wir hier? Unlicht. Und das ist pures Unlicht, ne? Da ist kein Typ dabei. Da gehe ich mit Toxic rein. Aha, eine Citrusbeere. So. Jetzt ein Recover. Ne, noch ein Surf. Was kommt als nächstes? Shiftry.
Da ist Pflanze mit drin, ne? Mal gucken, ob der Ice Beam ausreicht. Nicht ganz. Ein Energieball. Das tut aber weh. Mistig. Recover. Ein Recover. Ja. Bei 50% zu hängen ist mir ein bisschen zu gefährlich. Absol. Absol. Da gehen wir mal mit Toxin rein. Okay. Absol ist schneller als ich, das ist interessant. Er senkt meine Genauigkeit. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Aber ich kann mich heilen. Und dann werde ich das Milotic kurz vor dem Sieg einfach raustauschen. Na, weil wenn die Genauigkeit runter ist, wird es scheiße. Kann ja noch einmal einen Surfer versuchen. Getroffen. Der Schweinehund, das war nicht mal ein... Das war nicht mal ein Absol. Das war ein Zoroark. Kakturn. Das ist ein bisschen blöd, das Ding hat Gras dabei, ne? Gras und Licht? Wirklich? Tatsache, ja. Gras und Licht. Ich glaube, der wird jetzt mit Gras angreifen. Und meine Genauigkeit ist runter. Ich würde jetzt lieber mal wechseln. Auf etwas, was von Gras nicht großartig verletzt wird. Flamethrower! Kannst du schön deinen Schwertertanz machen, das wird dir nichts bringen. Burn in hell, bitch! wirklich? Kommt dann noch ein Wasser-Pokémon, ja? Aber gut, ich habe Solar Beam. Und durch die Dürre ist sein Wasser geschwächt. Da ist das Absol. Und das kriegt jetzt einfach Flammenwerfer ab. Ja. Tüdelü. Der Lally. ja, du darfst durchtreten. Wie komme ich gerade auf Der Lally? Kennt ihr das noch? Das sagen die bei Robin Hood immer. Der Lally. Wenn die sich freuen. So ein Hippie, Yippie, Juhei, Hurra. Der Lally. Okay, das sieht aus wie Geist. Phoebe. Gegen Geist bin ich doch mit dem Absol gut dabei, oder? Bin ich der Meinung. Unlicht gegen Geist, sehr gut. Sehr schön. Ne? Machen wir das. Absolute Vernichtung kommt jetzt.
Hahaha, ich bin Phoebe von den Top 4. Ich habe auf dem Mount Pyre trainiert. Während ich dort trainiert habe, auf dem Pyroberg, ne, da haben wir festgestellt, der Pyroberg ist komischerweise, hat gar nichts mit Feuer zu tun. Der Pyroberg ist irgendwie ein riesiger Friedhof. Während ich dort trainiert habe, habe ich die Fähigkeit bekommen, mit Geister-Pokémon Ich sehe tote Menschen. Die Verbindung, die ich zu meinem Pokémon aufgebaut habe, ist extrem stark. Komm schon, versuch es doch einfach mal und schau, ob du ihnen überhaupt Schaden zufügen kannst. Wenn deine Verbindung zu deinem Pokémon so stark ist, wie du behauptest, dann würdest du gar nicht wollen, dass jemand deinem Pokémon Schaden zufügt. Naja. Night Slash. Tschüss. Night Slash? Oh fuck, mein Night Slash wurde disabled. Für wie viele Runden? Gut, hier könnte ich den sowieso nicht benutzen. Der ist selber Unlicht. Der ist Unlicht und Geist. Wie sieht das aus mit Psycho gegen Geist? Psycho gegen Geist ist neutral, aber gegen Unlicht halt immun. Force Swipe geht nicht, weil er Geist hat. Würde jetzt nur Thunderbolt funktionieren oder ich wechsle das Pokémon. Wir probieren mal Thunderbolt. Dark Pulse sollte eigentlich nicht viel Schaden machen, genau, weil es nicht sehr effektiv ist. Unlicht gegen Unlicht ist nicht gut. Ja, noch ein. Und ich glaube, jetzt müsste eigentlich mein Night Slash wieder funktionieren. Bin der Meinung, das blockiert für 3 Runden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Candelabro. Ich weiß gar nicht, ob der so heißt. Aber. Heißt der Candelabro? Wahrscheinlich nicht. Er ist ein Candelabro. Er ist ein Kerzenständer. Aber ob das Pokémon auch Candelabro heißt, keine Ahnung. Chandelure. Also Feuer und Geist, immer Unlicht drauf. Sehr schön. Was ist da der zweite Typ? Wie schreibt man den denn? Miss, nicht Wiss. Ah, der ist pur Geist? Na dann ist das ja easy. Also Absol rasiert hier. Dusknoir, das ist doch die Weiterentwicklung von Dusclops, ne? Hat der einen Zweityp? Nein. Warum sind die Nummern so weit auseinander? Ist doch so, ja, oder? Duskull, Dusclops und dann Dusknoir. Aber aus irgendeinem Grund kam der erst in der vierten Generation raus. Keine Ahnung. Es gibt definitiv eine Verbindung zwischen dir und deinen Pokémon. Ich habe diesen Fakt wohl nicht festgestellt. Nicht bemerkt. Daher ist es nur natürlich, dass ich verloren habe. Du kannst durchtreten. Oder ja. You may pass. You shall not pass. Erfolg?
Nee, es ist wichtig, dass die voll sind. Gut. Mal schauen, wer im nächsten Raum ist. Glacia, also Eis, beziehungsweise wird da bestimmt relativ häufig auch noch Wasser mit dabei sein, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Torkoal rasiert natürlich bei Eis, bei Wasser nicht mehr ganz so sehr. Oh, es sollte kein Problem sein, wir kriegen das hin. Willkommen, mein Name ist Glacia von den Top 4. Bestaune meine schönen Haare. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine Eistyp-Pokémon zu verfeinern, ja, oder halt, ne, zu verstärken. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, sind Herausforderungen von schwachen Trainern und ihren Pokémon. Ha! Dieser Pöbel, dieses Plebeia-Pack. Ich frage mich, was du mir zeigen wirst. Ja, ich lade dich mal zu einem Barbecue-Abend ein. Was hältst du denn davon? Oh, fuck. Vergessen, dass Torkoal schweinelangsam ist. Aber wir schaffen das schon. Torkoal hält so einiges aus. Wieder Eis, gekoppelt mit Geist. Gehen wir natürlich mit Feuer drauf. Thunderbolt, das ist eine interessante Wahl, würde ich mal so sagen. Aber die ist auch One-Shot. Nur glaube ich, wird unser Torkoal das Ganze nicht überleben, weil die einfach alle schneller sind und immer vorher noch einen Hit reinbekommen. Hätte ich dir noch ein paar Level gegeben, ne? Dann wäre er vielleicht schneller gewesen. Aber der ist ja auch langsam, ne? Komm. Speed 73, ja. Ich glaube, die paar Level hätten nichts geändert. Ich weiß nicht, ob da noch ein Zweittyp mit dabei ist. Aber ich habe gemerkt, es hat gerade den Wettereffekt gewechselt. Es hat meine Dürre in einen Blizzard verwandelt. Es bleibt bei Eis. Blöderweise ist die Dürre weg. Ich will noch was riskieren. Ein kritischer Hit mit Blizzard, naja, gut. Na gut, Blizzard, Eis. Ich würde jetzt entweder mit Absol hier reinkommen oder mit Milotic. Pelipper wegen Flug macht keinen Sinn. Gras macht keinen Sinn. Gestein macht keinen Sinn. Milotic oder Absol? Komm, wir nehmen mal Absol. Eventuell kommt dann noch ein Wassertyp. Da kann er mit Thunderbolt glänzen. Schnell genug ist er schon mal, das ist gut. Der ist wieder Geist und Eis. Ja, Geist. Night Slash. Absol dominiert so ein bisschen hier. Also in der ganzen Höhlenregion war das scheiße, weil es so viele Kampf- und Käfertypen gibt. Aber bei den Top 4 hat er sich schon nützlich gemacht. So, und der Gute hat einen Wassertyp mit dabei. Da gehe ich mal mit Thunderbolt drauf. Der hat eine Überreste.
Frechheit. So. Das war schon der letzte, oder? Oder kommt jetzt noch einer? Das war schon der letzte. Du und deine Pokémon. Wie feurig doch dein Kampfgeist brennt. Meine eiskalten Attacken verblassen im Angesicht von solchen alpha-schlingenden Flammen. Müssen die immer so komisch reden? So redet doch kein Mensch. Nun gehe und schreite fort in den nächsten Raum. Dort wirst du lernen, wie furchterregend die Pokémon-Liga wirklich sein kann. Moment. Dieser Thor Tanke, läuft der mit mir mit? Sieht fast aus, als würde der mit mir mitlaufen. So. Drake. Drachentyp kommt jetzt. Da können wir mit Milotic, mit Eis, mit Aggron und sogar mit Sceptile. Also, wir gucken mal. Ich bin Drake, der Drachenmeister. Ich bin der Letzte der Höhen Pokémon-Liga Top 4. In ihrem natürlichen Zustand sind Pokémon wilde Lebewesen. Sie sind frei. Und manchmal behindern sie uns. Und manchmal helfen sie uns. Aber damit wir mit Pokémon Seite an Seite als Partner kämpfen, weißt du, was es dafür bedarf? Weißt du, was man dafür braucht? Wenn du das nicht weißt, wirst du niemals über mich siegen können. So, Flug und Drache. Hier wäre jetzt eine Eisattacke mega geil gewesen. Aber naja. Genau, Drache ist nicht effektiv gegen Stahl. Das heißt, ich kann die gut wegtanken und kann dafür mit Drachenattacken angreifen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich tue gerade so, als hätte ich das gewusst. Drache ist schwach gegen Stahl, Tatsache. Cool. Ah, das ist immer das Trick-Pokémon. Ne? Es sieht aus, als würde es fliegen können. Dabei ist es ein Boden-Pokémon. Es ist Drache und Boden. Erinnert nichts daran, dass ich weiterhin Dragonclaw einsetze. Aber der Earthquake ist ein bisschen kacke. Fuck. Ich bin so ein Trottel. Ich hätte direkt wechseln müssen. Warum habe ich das nicht gemacht? Naja. Was kommt als nächstes? Kingdra. Ah, hier ist jetzt Eis nicht mehr gut, weil Wasser dabei ist, ne? Na gut, es ist neutral. Ist halt neutral. Da kann ich auch genauso gut Hurricane einfach einsetzen. Fuck. Oh fuck, es bufft sich. Überlebt. Wir haben es überlebt. Das ist das Wichtige. Haxorus. Ich weiß gar nicht, was sein Zweityp ist. Ich glaube auch fast irgendwie Boden, kann das sein? Nee, pur Drache. Okay. Schade.
Aber wir haben noch andere Pokémon, die hier gut reinpassen. Wir haben Milotic mit Eis, wir haben Sceptile mit Drache. Also theoretisch ist Drache für uns wirklich kein Problem. Das war jetzt echt blöd von mir. Das war jetzt echt blöd. Ich habe gedacht, ich kann vergiften und dann kann ich mich noch mal heilen, aber er ist doch schneller als ich. Ah, er ist schneller als ich. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich selbst verletzt oder ich heile mich halt. Ja, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das passiert mal. Drache und Gift. Also kann ich hier kein Toxin benutzen. Eis in der Hoffnung, dass ich schnell genug bin. Oder erstmal ein Recover. Wenn ich zu langsam bin, kann ich eh nicht recovern. Thunder! Das Ding hat Donner! Und trifft auch noch! Ja, leck mich doch im Arsch! Aggron. Oh, ich bin sogar schneller! War ein Versuch wert und hat geklappt. Salamence. Flug und Drache. Jetzt die Frage. Lässt er mich? Nee, er lässt mich nicht. Okay. Hatte ich mir schon so gedacht. Er hat auch noch einen Live-Orb. Das ist ja selten dämlich. Dann bringt er sich selbst um, wenn ich nur lange genug stalle. Fireblast. Oh, fuck. Autsch. Das war's. Der letzte der Top 4 ist down. Fehlt nur noch der Champion. Du verdienst wirklich jedes bisschen Credit. Was ist denn jetzt ein Credit übersetzen? Ja, du hast verdient. Boom, fertig. Du scheinst wirklich zu wissen, was man braucht. Ja, was ein Trainer braucht, ist wirklich ein virtuoses Herz. Was heißt ein virtuoses Herz? Ein gutes Herz halt, keine Ahnung. Virtuous. Einfach nur Virtuous eigentlich. Tugendhaft. Geh nun weiter. Der Champion wartet auf dich. Okay. Milotic, Pelipper und Aggron. Sind relativ viele gestorben, ja. Alle voll. Nein, der ist... Ja, da fehlt ein HP. Wie heißt denn diese andere Bäre, die bloß 10 HP hält? Weiß es nicht mehr. Gab's doch irgendwie eine. Oran.
So, der ist voll. Der ist voll. Hier fehlt auch ein HP. Wow. Der ist voll. Und der ist voll. Das Wichtigste ist, dass Aggron voll ist durch sein Sturdy halt, ne? Aber die anderen sollten natürlich auch voll sein. So, ich bin mal gespannt, wer der Champion ist. Steven. Der Steven. Und der hat, glaube ich, Stahltyp-Pokémon gehabt. Soll ich da direkt mit Torkoal reinsteigen? Machen wir mal, oder? Torkoal. Ey, Greaver! Hallo, Digga! Na, wir sind gerade beim Champion der Höhenliga. Und ich muss gerade sagen, ich glaube, du hast noch gar nicht abgestimmt, was den Starter angeht. Du darfst einen Starter wählen. Und wenn du die 2000 Punkte einsetzt, dann darfst du auch noch ein Team-Pokémon wählen. Ein Teamslot ist noch offen. Ja? Wir haben Chateau, Riolu, Kaumalat und Hippopotas. Und bei den Startern haben wir zurzeit 0 Stimmen für Shellast, 3 Stimmen für Panflam und 2 Stimmen für Plinfa. Ich möchte anmerken, Panflam ist das einzige Feuer-Pokémon in der vierten Generation. Piplup, was ist Piplup? Was? Piplup und Gastrodon? Piplup und Gastrodon? Ah, Piplup, das gibt's doch aber gar nicht, oder? Warte mal. Ach, das ist die englische Name, ja? Von Plinfa. Oder? Wird das zu dem Mega Samurai? Zu dem Stahl? Wo ist denn die Weiterentwicklung hier? Was ist das für eine Scheißseite? Mich verarschen? Wo ist denn hier die Weiterentwicklung? Hier. Genau. Genau. Piplup ist Plinfa. Ich hab mir schon ge gedacht, dass du das wählst. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir 3 Stimmen für Panflam und 3 Stimmen für Plinfa. Greaver. Bei Plinfa. Und Gastrodon. Müssen wir mal gucken. Das sagt mir was. Das ist doch diese Schnecke, oder? Oh mein Gott, nein. Er wählt zwei Wasser-Pokémon. Er wählt zwei Wasser-Pokémon. Okay, Moment, ich trage es erstmal ein. Wo haben wir das denn? Wo ist denn die Liste? Da. Also, Gastrodon. Wissen wir auch schon, welche Route das ist? Weißt du zufällig, was es auf Englisch heißt? Ah ja, genauso. Gastrodon. Route 224. Ist das in der richtigen Region? In Sinnoh. 217, 15, 22, 23, 24. Das sieht echt spät, echt Late Game aus, aber okay. Gastrodon Route 224, gewählt von. Hat man nicht mit V oder F? Mit V. Griever. So, hab's eingetragen. Was? Shellos? Das habe ich leider noch nicht gesehen. Da müsstest du vielleicht mal nachgucken, wo es das gibt. Also die 200er-Routen, das sind die Sinnoh-Routen. Also such mal irgendeine Route 200 irgendwas aus, wo es das gibt.
So, es geht los. Even Steven. Hallo Döskorb. Ich habe gehofft, dass ich es noch sehen darf, dass du es eines Tages hierher schaffst. Sag mir, was hast du gesehen auf deiner Reise mit deinen Pokémon? Was hast du gefühlt, als du so viele Trainer da draußen getroffen hast, während du dieses reichhaltige Land von Höhen be be bereist hast? Hat es irgendetwas in dir erweckt? 212, 213, 218, Moment. Dann schreibe ich mal auf 212. Alles klar. Ich möchte, dass du mit allem, was du hast, auf mich zukommst. Nee, dass du mit allem, was du gelernt hast, auf mich zukommst. Oder dass du mich angreifst mit allem, was du gelernt hast. Meine Pokémon und ich werden im Gegenzug mit all dem, was wir wissen, auch antworten. Lass es beginnen. Garmory. Ist doch gut, dass ich Torkoal gewählt habe, oder? Einen schönen Flamethrower drauf. Boom. Was? Zitrusbeere? Warum haben die alle Beeren? Hör auf damit. Das ist nicht gut. Das erste Pokémon hat mich schon 30% verletzt. Das ist nicht gut. Aber es ist noch der Champion. Claydol. Hat er doch nicht Stahltyp? Ich dachte, er hat irgendwie alles Stahl. Claydol ist doch Geist und Boden, kann das sein? Geist und Boden, genau. Dann mache ich doch einen Solarstrahl, oder? Fuck! Du Arschloch! Er hat das Wetter gewechselt. Was für ein Drecksack. Der hat einfach das Wetter gewechselt. Der wird jetzt wieder Earth Power einsetzen. Bei Earth Power würde ich ehrlich gesagt. Ja. Auf Pelipper wechseln. Weil ich dann auch gleich das Wetter auch wieder umdrehen kann. Ich will nicht, dass das Wetter in seinem Vorteil ist. Warum macht er jetzt Ancient Power statt Earth Power? Da habe ich mich verlesen. Ach, das war doch Ancient Power, nicht Earth Power. Ich habe mich verlesen. Trotzdem machen wir jetzt ein. Flug ist doch stark gegen Boden, ne? Warum muss ich das überhaupt nachgucken? Ich finde Boden immer nicht auf dieser Liste. Ground. Ach, Flug ist neutral gegen Boden? Das ist ja blöd. Dann machen wir Surfer. Auch so ein Ding ist, ich verstehe es nicht, warum Flug neutral ist gegen Boden. Flug müsste stark sein. Naja. So, was haben wir als nächstes? Aggron. Stahl und Gestein. Also bleibe ich bei Wasser, ne? Da sollte ich rauswechseln. Nee, ich mach Wasser. Vielleicht überlebt er das und dann killt er mich jetzt, aber das wäre, ja, genau. Ah, oh, das ist kein Weltuntergang. Wir müssen jetzt bis oben was rausschicken, was schneller ist als der und das ist nicht so schwer. Wieder dick. So, die Hälfte haben wir.
Da ist Pflanze dabei, ne? Pflanze und Stein, ne? Dann müsste ich doch mit Eis relativ gut kommen. Aber nicht gereicht. Jetzt wird's interessant. Alter! So ein Schaden, ey. Oh, der müsste jetzt down sein. Ja. So. Käfer und Stein. Da würde ich einfach mit Wasser drüber gehen, oder? Ja, ich glaube, Eis ist gut gegen Käfer, aber gegen Stein halt nicht. Ein Surfer ist gut gegen Stein und ich habe noch den Step dazu. Ah, so knapp, so knapp. Ach, dreimal nur, dreimal nur. Wir haben es überlebt. Milotic! So, Metagross. Metagross. Ja. War das mal mit Wasser und Stahl? Neutral, ne? Ja, da kann ich nur noch einen Surfer machen, wahrscheinlich sterben. Und dann würde ich es vielleicht nochmal mit Torkoal versuchen. Mal schauen. Keine Mega-Entwicklung? Keine Mega-Entwicklung? Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass es hier ein Mega-Metagross wird. Das müsste reichen. Ja! Dreifacher Champion! So, also, ich, der Champion, stürze in die Niederlage. Genauso wie ich es schon erwartet habe, Discop. Du bist wirklich ein exzellenter Pokémon-Trainer. Dankeschön! Gratulation dir und danke dir. Ich wollte lernen, wie du über diese Welt, wie du dich über diese Welt fühlst. Was für Ideale du entwickelt hast mit deinen Pokémon. Ich denke nun, ich war in der Lage, die Antwort auf meine Fragen in diesem Kampf zu finden. Nun kannst du weitergehen und deine Reise fortsetzen, Champion. Ich wünsche dir Glück. Hast du jetzt eigentlich seit dem letzten Patch schon mal gespielt? Gibt es wieder eine Eventinsel? Wir sind doch jetzt im Easter-Event. Also ich werde mir wahrscheinlich, wenn es ein Event gibt, werde ich mir natürlich das Event erstmal angucken, bevor wir nach Sinnoh reisen, ne? Oh, hallo da. Wie gefällt dir dein Pokémon-Liga-Abenteuer? Ich wollte dir für deine Erfolge gratulieren. Gratulation dafür, dass du der Champion der Pokémon-Liga geworden bist. Zum dritten Mal. Jetzt ist es Zeit für uns, zurück nach Little Root Town zu gehen. Kleinwurz irgendwas oder sowas heißt das, ne? Du solltest dich ausruhen nach all deinen Reisen. Und sobald du bereit bist, komm und sprich mich in meinem Labor an. Ja, dann solltest du mal das Spiel anschmeißen, das Update runterladen und herausfinden, was es damit auf sich hat. Und dann mir mitteilen. Ja, ich habe noch gar nicht nachgelesen, was es da gibt. Hey, schau mal, da ist etwas am Fernseher. Da ist was im Fernsehen.
Mama, heil mich erstmal. Heil mich! Blöde Kuh. Muss man sich im Bett heilen, oder was? Tatsache. Tatsache. Normalerweise heilt einen ja die Mutter, nicht das Bett. Ein Moment. Müsste kurz wieder was im Discord schreiben, die Leute, ey. So, jetzt schauen wir uns mal an, was da im Fernseher ist. Das ist ein Mülleimer. Wo ist der Fernseher? Da ist der neueste Nachrichten. Es scheint so, als würde ein rotes Pokémon durch Höhen reisen. Keine Ahnung. Örtliche Autoritäten oder die örtliche Regierung haben dieses Pokémon noch nicht identifiziert. Ein rotes Pokémon, was durch Höhen geht. Ein rotes Pokémon. Also Groudon hätten sie erkannt, ne? Ich frag mich, was für ein rotes Pokémon das ist. So, ja, und die Frage ist, gehen wir jetzt noch zum Professor? Oder heben wir uns das fürs nächste Mal auf? Und dann müssen wir noch einmal diverse Städte abreisen und TMs kaufen, bevor wir in die nächste Region gehen, ne? Ich glaube, ich mache jetzt Folgendes. Ich verabschiede mich erstmal von YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werde ich jetzt noch in dem Stream noch ein bisschen durch die Gegend reisen und verschiedene TMs kaufen, die ich dann für Sinnoh brauchen werde. Wir haben hier uns ein paar Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel Sludge Wave in Dewford, Brick Break in Lilycove, Call Mind in Arena 7 und so ein Zeug, ne? Das machen wir jetzt im Stream, aber das braucht ihr auf YouTube euch nicht mit anzugucken, wie ich einkaufen gehe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mit dem Professor rede, ne? Ciao YouTube, bis zum nächsten Mal.